Time, coming to you from the beautiful city. Coming up soon, we've got... Hey, Mike, what's your ETA? I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. BAW-705 heavy, hold position. I'll get you moving in a minute. BAW-705 heavy, holding November. 107 heavy, you're cleared to go. Opening north ramp, check. You are cleared to depart. 277, check. Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute zocken wir gemeinsam Anno 2205. Ich hab's noch nicht gezockt, war vorher nur mal ganz kurz drin und hab die Einstellungen eingestellt. Ja, und wir starten jetzt hier gemeinsam eine neue Runde. Und ja, mal schauen, was uns das Spiel bringen wird. Ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Samantha Beaumont, Leiterin des Mondlizenzierungsprogramms bei der Global Union. Es gibt viel zu besprechen, aber zunächst möchte ich Ihnen Adam vorstellen. Eingehende Nachricht. Danke für Ihre Teilnahme am Mondlizenzierungsprogramm. Das Programm schreibt vor, dass Ihre Unternehmen funktionsfähige Raumhäfen als Basis für eine neue Mondkolonisierungswelle baut. Sie werden die Global Union ferner bei der Entwicklung eines Fusionsenergiereaktors unterstützen, um die bevorstehende Energiekrise auf der Erde zu verhindern. Die Global Union wünscht viel Erfolg. Okay. Offiziell sind nur Megacorps im Programm zugelassen, aber ich habe mich persönlich für sie eingesetzt. Sie müssen sich nur noch mit dem Namen ihrer Firma anmelden. Na klar, tun wir. Wir nennen uns Trollolex Inc. und schau mal, was bringt. Es könnte sein, dass ich ab und an mal in die Einstellung zurückspringen muss, weil ich habe die Grafikeinstellung gerade auf Ultra. Sollte ja eigentlich packen, aber danke. Man weiß es ja nie. Aber ich muss auch Ihr Firmenlogo sehen, zum Zwecke der Identifizierung. Mein Firmenlogo mag die alte jetzt auch noch haben. Was nehmen wir denn da? Die Karotte. Ja, die Karotte ist schon aussagekräftig. Oder die Ratte. Schauen wir mal, was gibt es denn noch? Ah, die kann ich gar nicht. Okay. Dann nehmen wir entweder hier diese Nordfaust. Die Karotte. Ja, was soll's. Es wird die Karotte, Leute. Die Karotte. Meine Vorgesetzten in der Global Union haben Ihnen gegenüber Bedenken geäußert. Aber ich habe Sie überzeugt. Sie sind sogar willens, Ihnen erstklassiges Gebiet für Ihr Hauptquartier zuzuweisen. Wählen Sie einen Sektor. Das hört sich doch ganz gut an. Walbruck Becken. Bla bla bla. 64.000 Hektar. 17 Bergbauplätze. 24 Küstenbauplätze. Und ein Energieprojekt. Seltene Rohstoffe. Ich finde, das hört sich eigentlich schon ganz gut an. Cap Amber schaut eigentlich auch ganz nice aus. Ja, Walbruckbecken. Fast fertig.
Wir müssen nur noch die Bedingungen des Vertrags mit der Global Union aushandeln. Alle Einzelheiten festklopfen. Na klar. Ja, bleib mal auf Standard. Mehr Kohle. Erhöhter Ertrag. Und verbesserte Einnahmen pro Angestellten, klar. Wir sind Anfänger. Firma erstellen Trollolex Inc. im Wallbruck-Becken. Na klar. Sie beginnen jetzt Phase 1 des Mondlizenzierungsprogramms. Die Global Union hat Ihnen ein Gebiet in der gemäßigten Zone der Erde zugewiesen, wo Sie einen Raumhafen und eine Operationsbasis errichten können. Der Bau eines Weltraumaufzugs zum Hauptquartier der Global Union ist ebenfalls erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrer Kontaktperson. Phase 1. Weltraumaufzug. Weite Wiesen und majestätische Berge. Und bald werden Sie dieses Bild mit einer beeindruckenden Skyline ergänzen. Aber bleiben Sie aufmerksam. Ich bin darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass eine Firma der Big Five den kaputten Damm seit einiger Zeit überwacht. Das könnte sich irgendwann als nützlich erweisen. Aber Ihr Hauptziel ist, hier einen Raumhafen zu bauen. Okay, wissen wir das auch. Also wie gesagt, Phase 1, Aufzug, Phase 2, Phase 3, Profit. Die Baustelle des Raumhafens an der Küste ist immer noch unbesetzt. Aber sobald Sie die nötigen Unterkünfte gebaut haben, werden Ihre Bauarbeiter eintreffen. So, ich muss sagen, es läuft mir tatsächlich nicht flüssig genug. Darum mal ganz kurz in die Einstellungen. Einstellungen. Und von ultra hoch auf sehr hoch. Schauen wir mal, ob das passt. Ja, das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Gut, dann machen wir mal weiter. So. Keine Ahnung, ob das jetzt Move verläuft oder nicht. Ich weiß, es sind viele Dinge zu beachten. Aber Adam hat eine Datenbank zusammengestellt, in der Sie auf alle nötigen Informationen zugreifen können. Okay, alles klar. So, Modifizierungsprogramm. In Arbeit. Einen Raumhaufen aufzubauen bedeutet viel Arbeit. Holen Sie Profis dafür. Werben Sie Arbeitern. Bauen Sie Wohnhaus. Und verbinden Sie es mit dem Lagerhaus. Bauen Sie eine Reisfarm. Bauen Sie Sonnenblumenfarm. Bauen Sie ein Biopolymerfabrik. Alles klar. Da unten blinkt irgendwas ganz nervös. Ich behaupte, das ist mein Baumenü. Und ich will hier... Was kann ich hier? Wohnhaus... Aha, Ornamente will ich gar nicht. Ich kann hier Straßen bauen. Hab ich denn schon so ein Lagerhaus? Ich glaube nicht. Ich denke, das ist mein Kontor. Und das Kontor hat doch sicher hier Straßen. Ja, hier haben wir doch Straßen. Perfekt. Dann bauen wir uns hier eine Straße. Ihr wisst nicht, wie lange das her ist, dass ich das letzte Mal Anno gezockt habe. So. Da haben wir jetzt schon mal eine Straße. Also grafisch gefällt es mir auf jeden Fall bisher schon mal ganz gut. Ich bin der Straßenbauer. Irgendwie habe ich damit früher immer schon angefangen. Immer habe ich mir erstmal Straßen gebaut. Die sind halt ganz schön teuer. Gut. Dann bauen wir Wohnhäuser. Wohnhäuser sind auch wichtig. Machen wir schön Blocks. Keine Ahnung, was... Gibt es Arbeit? Wir sind bereit. Ja, ja. Bauoptionen erweitert. Fuck. Kann ich das abreißen? Naja, kriegt ihr nachher einen Park. So. Mit dem habe ich mir jetzt ein bisschen vertan. Aber gut, was haben wir hier unten noch? Warenübersicht. So, hier haben wir eine Sonnenblumenfarm. Hier haben wir eine Reisfarm und eine Biopolymerfabrik. Also ich würde sagen, wir machen uns jetzt hier erstmal so eine Wohnsiedlung und irgendwo, wo es hässlich ist, wo ist es denn hier am hässlichsten? Also wirklich hässlich ist es hier nirgends, würde ich sagen. Gut, ich würde sagen, in dem Bereich machen wir Produktion und in dem Bereich machen wir eine Wohnlandschaft. So, wie viele Arbeiter habe ich? 10. Okay. Und die verhungern wahrscheinlich jetzt schon, oder? Wahrscheinlich. Egal, wir bauen noch ein paar Häuser.
Weil wenn die einen verhungern, können ja die anderen die Leichen von denen essen und dann ist das ja alles wieder total easy. Gut. Diesmal machen wir das mit der Straße richtig. So habe ich mir das eigentlich auch hier vorgestellt. Guck mal, wie schauen die Dinge denn aus? Ja, da wuseln sie schon drum. Einer fährt hier mit einem Hoverboard oder Skateboard. Ich schätze mal, wir sind in der Zukunft. Das ist ein Hoverboard. So, gut. Als erstes brauchen wir hier ein Bioharz. Wo habe ich Bioharz? Bist du Bioharz? Biopolymer. Denn Plastik ist so 2070. Alles klar, gefällt mir. Gut, jetzt ziehen wir hier die Straße ein bisschen weiter runter. Bis dahin. Und bauen jetzt hier hinten. Ja, bauen wir eine Sonnenblumenfarm. Kann ich die auch drehen? Ich würde die gern drehen, Leute. Wie kann ich die denn drehen? Okay, so kann ich meine Kamera drehen. Ich will das Kackding drehen, Leute. Lasst mich das Ding drehen. Oder braucht das eine gewisse Positionierung wegen Sonnenlicht? Wachsen Sonnenblumen nur gegen Süden? Okay. So, eine Sonnenblumenfarm sollten wir bauen. Wir haben ja Kohle zum Abwinken. Ich glaube eher, das Problem werden hier die Rohstoffe sein. Apropos Rohstoffe. Ich habe Bioharz. Ich habe keine Biopolymere. Und ich habe Biokost. Sag mal, wurde das Spiel von Ökos programmiert? Ganz im Ernst. So, kann ich die anderen Gebäude auch schon bauen? Okay, was bringt mir das hier? Also das hier verbraucht Bioharz. Dafür haben wir hier die Sonnenblumenfarm. Stellt mir aber Biopolymere her. Hört sich wichtig an. Und die Reisfarm erstellt mir Biokost und verbraucht gar nichts. Gut. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal so eine Biopolymerfabrik. Die stellen wir hier ganz nah hin. Das Fehlen von Baumaterial sollte jetzt kein Problem mehr darstellen. Danke. Alles klar. Und weil wir schon dabei sind, bauen wir uns hier auch noch eine Reisfarm hin. Kann man eine Reisfarm in die Siedlung? Nee, kann man nicht. Sowas macht man einfach nicht. Gut. Allerdings würde ich die Reisfarm gerne... Wir machen jetzt hier nochmal eine Straße. Einfach aus Prinzip. Nee, das machen wir nicht. So. Hier Reisfarm. Ja, die Reisfarm, die kann man hier hinstellen, oder? Organische Nahrung wird von vielen Megacorps als unnötiger Luxus eingestuft. Schön, dass Sie die Meinung der Union teilen. Na klar, organische Nahrung ist wichtig. Genauso wie Sex. Wenn ich könnte, würde ich mir noch ein Freudenhaus hinstellen. Aber ich habe die Bauoption dazu noch nicht gesehen. Die Frage ist hier meine Rohstoffe. Okay, also Futter, glaube ich, haben wir gut. Ich denke, wir haben viel zu viel im Vergleich zu unserem Verbrauch. Also wir produzieren 5, verbrauchen tun wir 1. Das heißt, ich kann eigentlich noch Buden hinstellen, bis wir tot umfallen, oder? So, kann ich das hier weg? Ja, danke. Dann holen wir uns hier noch ein paar Siedler. Human Resources. Schön neudeutsch. Okay. Sag mal, Leute, wie habt ihr eigentlich eure Straßen und Städte im Angelegt? Neue Baupläne verfügbar. Oh, ich kann einen Windpark bauen, Leute. Was bringt mir der? Also ich brauche 3 Biopolymere und Credits. Für was brauche ich Energie? Scheinbar haben die Energie. Energie. Gut. Energie hört sich wichtig an. Und ich würde sagen, so ein Windrad kann man durchaus in eine Siedlung stecken, oder? Ja, wieso nicht? Das schaut ja nicht schlecht aus. So, jetzt haben wir auch hier einen Windpark. Cool. Gefällt mir. Darum bauen wir auch eine Straße. Ja, ich bin der Straßenbauer, ihr merkt's. Und weil es so lustig ist, stellen wir uns noch ein paar Häuschen hier hin.
Was kosten eigentlich die Häuschen? Biopolymer. Bis zu 5 Angestellte. Gut. Also allmählich nervt das ein bisschen. Also die Maus hat so ein bisschen Verzögerung. Aber ich mache das natürlich alles hier total beabsichtigt, weil ich will nachher Parks hinstellen. Ihr versteht. Alles geplant. Wenn es denn nur so wäre, Leute. So. Oh, schaut doch schön aus. Hier entsteht nachher ein Park. So schaut's aus. Gut, was haben wir hier? Ein Transportzentrum. Okay. Bringen wir das hier? Was ist hier? Nee, das machen wir nicht. Gut. Früher konnten die doch irgendwas von mir fordern. Ich erwarte, dass jemand vom Management hier auftaucht. Bitte treten Sie ein. Ich bin doch hier. Okay, die sind nicht sehr zufrieden. Wieso seid ihr nicht zufrieden? Weil ihr kein Was und keine Information habt. Ich kann euch kein Was und keine Information geben, meine Freunde. Ich kann das nämlich noch nicht bauen. Das kann ich erst bald. Okay. Gut, wir brauchen auf jeden Fall noch 3 Bewohner. Ich würde sagen, die klatschen wir jetzt hier erstmal hin. Schauen wir mal, bis wohin hat das die Range? Bis dahin. Das heißt, ich kann eigentlich ganz gemütlich hier auf jeden Fall noch ein Haus hinstellen und hier. Und hier. Und hier. Ah ja. Und da. Okay. Jetzt würde ich gerne wissen, sind die noch alle in der Energierange? Ich habe keine Ahnung. Brauchen die hier Energie? Ihre Bauarbeiter gehören zu den Ersten, die bereit sind. Machen Sie in diesem Tempo weiter. Ihre Konkurrenten werden aufholen wollen. Für die nächste Bauphase brauchen Sie qualifiziertes Bodenpersonal, um den Raumhafen betreiben zu können. Halten Sie sich bitte an die Standards der Union, während Sie für die nötige Infrastruktur sorgen. Okay. Das heißt, werben Sie Arbeiter an. Jetzt wollen wir 200. Und Wasser. Dann werden die vielleicht zufrieden. So, wo... Achtung! Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Okay. Die Konsumspirale. Lasst mich raten. Ja, Wasser, klar. Klar, Wasser. Gut, Wasser würde ich jetzt persönlich sagen. Benötigt einen Küstenbauplatz. Okay, das kann ich einmal da hinstellen. Kann ich das irgendwo bei meinem Konto hinstellen? Ja, geht doch, Leute. Stellen wir dem natürlich noch eine Straße hin. Wir sind ja nicht ja, so. Ja, sie brauchen diese Entsalzungsanlage. Heutzutage ist das die einzige Möglichkeit, Trinkwasser zu gewinnen. Siehst du, so schaut's aus. Ich kenne mich aus. Und weil das so lustig war, stellen wir noch eine hin. Kann ich die hier eigentlich so hier bergab? Ne? Kann ich scheinbar nicht. Gut. Macht aber nichts, denn wir haben ja hier hinten ganz fleißig schon Straßen gebaut und sind jetzt verbunden. Okay, also wir produzieren jetzt Wasser. Wir werben gerade fleißigst Arbeiter an. Wie zufrieden seid ihr denn? Ich hab nicht erwartet, dass jemand vom Management hier auftaucht. Aha, ihr seid schon sehr zufrieden, meine Freunde. So, und jetzt würde ich hier gern... Okay. Firmenstufe, neue Firmenstufe, Leute. Die Firmenmarken werden immer beliebter. Es läuft. Ich brauche 200 Arbeiter, damit ich Informationen bauen kann. Okay, alles klar. So, aber Wasser haben wir jetzt gut. Essen haben wir auch gut. Bioharz. Wir brauchen mehr Bioharz, Leute. Du hast Bioharz hergestellt. Dann bauen wir doch noch so ein Ding, oder? Gut. Bioharz sollte jetzt auch laufen. Habe ich eigentlich irgendeine Ökobilanz oder irgendeinen Scheiß, die ich einhalten muss? Ich würde sagen, wir sind überall im Plus, oder? Sehe ich das richtig? Ja, läuft, Leute. Läuft. Gut. Also wir haben jetzt Futter. Wir haben Bioharz. Wie viel Bioharz haben wir denn? Oh ja, Leute, wir haben 10 Bioharz. Da sagt ihr nichts mehr. Und
Trinken haben wir auch genügend. Wir sind hier absolut im Luxus. Das heißt, ich könnte eigentlich neue... Steht da... Leute holen. Steht da eigentlich da, was mir das bringt? Okay. Schauen wir mal, stellen wir den hier auch mal so ein Energiedingens hin. Steigt dann die Produktivität? Und was genau macht der LKW hier? Du hast Fleisch gekauft? Das wird ein Festmahl. Liefert der jetzt windverpackt ab oder wie? Egal. Okay, die Dinger haben jetzt auf jeden Fall Energie. Okay. Hier könnte ich die Produktion, glaube ich, stoppen. Gefällt mir. Also bisher macht es echt Spaß. Leute, ich würde aber sagen, das reicht auch wieder für heute. Wir haben angefangen, unser kleines, idyllisches Örtchen zu bauen und sind schon bei 108 Arbeiter. Das werden wir im nächsten Part auf jeden Fall ausbauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir doch Kommentare da, was ihr von dem Game haltet, was ihr gerne sehen würdet und ob ihr es vielleicht auch schon zockt. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Wir sehen uns bald wieder. Bis dahin. Ciao.